Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 30. Juli. Hilkia sprach zu Safan, dem Schreiber: Ich habe das Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. 2. Chronik 34, Vers 15. Da war also etwas Unerhörtes geschehen in Israel. Das Wort Gottes, sein heiliges Gesetz, war verloren gegangen. Und kein Mensch hatte es gemerkt. Man kam erst darauf, als der Priester Hilkia es in irgendeinem Winkel fand, es las und auf einmal begriff, was dem ganzen Volk fehlte. Manchmal packt mich die Angst, es könnte in unserem Volk und in dem sogenannten christlichen Abendland genauso geschehen, dass die Bibel verloren geht und niemand vermisst sie. Vielleicht liest jemand diese Zeilen, in dessen Leben die Bibel jetzt schon verloren gegangen ist. Sie steht noch irgendwo, so wie die Bibel der damaligen Zeit, das Gesetz Gottes, auch noch irgendwo im Tempel war, aber unbenutzt, vergessen. Das ist furchtbar. Dann liegt das Schweigen Gottes über unserem Leben, denn er redet nur durch sein Wort. Dann hören wir 1000 Stimmen, aber die eine nicht mehr, auf die es ankommt. In dem Jugendhaus in Essen, im Weiglerhaus, wurde nach dem letzten Krieg ein seltsames Bild aufgehängt. Da sieht man die grauenvollen Trümmer einer zerstörten Stadt. Am Straßenrand spielen die Kinder. Sie haben in den Trümmern etwas gefunden, ein Kruzifix, ein Bild des gekreuzigten Heilands. Das sehen sie erstaunt an. Und in ihren erschrockenen Gesichtern ist eine Ahnung davon, dass dies der Grund alles Unheils ist, dass dieses Kreuz verloren ging. Junge Menschen fanden es ganz neu, wie Hilkia das Wort Gottes fand. Wir sollten auch die Bibel und das menschgewordene Wort Gottes, Jesus, ganz neu entdecken. Herr, bewahre uns vor Verachtung deines Wortes und deines Heils. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.